Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Vermisstenfall. Ein Cold Case aus den USA. Zugetragen hat sich dieser Vermisstenfall 2007. Die Temperatur in Tyler, Texas lag unter dem Gefrierpunkt, als Mark Randall Davis am Montag, dem 15. Januar 2007, gegen 4 Uhr morgens sein Haus verließ. Niemand sah allerdings, wie der 20-Jährige das Haus verließ. Aber aus einer von ihm hinterlassenen Notiz ging hervor, dass er zu diesem Zeitpunkt deprimiert war. Als seine Eltern aufwachten und feststellten, dass er verschwunden war, riefen sie das Tyler Police Department an und meldeten ihn als vermisst. Marks Eltern sagten der Polizei, dass sie glaubten, er sei dem Wetter nicht gewachsen gewesen, als er das Haus verließ. Man vermutete, dass er nur Blue Jeans, Flipflops oder Tennisschuhe und eine kastanienbraune Jacke trug. Aus Sorge, dass er sich aufgrund der extremen Kälte in Gefahr bringen könnte, leitete die Polizei sofort eine groß angelegte Suchaktion nach dem Vermissten ein. Die Beamten gingen in Marks ruhiger Nachbarschaft von Tür zu Tür und hofften, jemanden zu finden, der den Studenten gesehen hatte, nachdem er am Morgen sein Haus verlassen hatte. Der Öffentlichkeitsbeauftragte des Tyler Police Department, John Martin, stellte fest, dass Marks Auto immer noch an seinem üblichen Platz geparkt war, was darauf hindeutet, dass er höchstwahrscheinlich zu Fuß unterwegs war. Wenn ihn niemand abgeholt hat, ist er wahrscheinlich irgendwo in der Gegend. Als Stunden verstrichen, ohne dass ein Zeichen von Mark zu sehen war, wurde die Suche intensiviert. Polizei und Freiwillige durchkämmten mehrere Waldgebiete, während ein mit Wärmebildgeräten ausgestatteter Hubschrauber das Gebiet von oben absuchte. Einige Anwohner halfen bei der Durchsuchung von Lagerschuppen und anderen Nebengebäuden, während andere kamen, um die besorgte Familie zu trösten. Alle hofften, dass Mark schnell gefunden werden würde. Doch mit Einbruch der Dunkelheit wurden die Befürchtungen immer größer. Destry Wadsworth, Kriminalbeamter der Polizei von Tyler, gab gegenüber Reportern zu, dass ihn die Tatsache beunruhigte, dass Mark noch nicht gefunden worden war. Bei diesem Wetter müssen wir ihn unbedingt so schnell wie möglich finden. Denn je länger er da draußen ist, desto schlimmer wird die Situation. Die Ermittler durchsuchten Marks Computerverlauf und entdeckten, dass er einige Websites zum Thema Selbstmord besucht hatte, bevor er Montagmorgen sein Haus verließ. Sie waren darüber besorgt, aber die Tatsache, dass seine Leiche noch nicht gefunden wurde, gab ihnen die Hoffnung, dass er noch am Leben war. Ihre Priorität war es nach wie vor, ihn so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Wir betrachten ihn nach wie vor als kritisch vermisst und bitten jeden, der Informationen über seinen Verbleib hat, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler verbrachten den Dienstag damit, in Tyler und Umgebung Flugblätter über den vermissten Mark zu verteilen. Sie überprüften die örtlichen Taxiunternehmen und den Busbahnhof, aber es gab keine Hinweise auf Mark. Es gab keine Aufzeichnung darüber, dass er in ein Krankenhaus in der Gegend eingeliefert wurde, noch war er in einem der örtlichen Gefängnisse oder Leichenhalt. Sein Verbleib war ein völliges Rätsel, aber seine Familie hoffte, dass er irgendwo untergekommen war. Sein Vater bat Mark in einem emotionalen Appell, sich bei ihm zu melden. Wenn Mark dies sieht, bitten wir ihn, nach Hause zu kommen und wir werden ihm bei allen Unternehmungen helfen, die er machen möchte. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens befand sich Mark in den Winterferien an der Texas A&M University, wo er Chemieingenieurwesen als Hauptfach studiert hatte. Mark war vom Tyler Junior College an die Texas A&M gewechselt, wo er anfangs in seinen Kursen sehr gut abschnitt und einen Notendurchschnitt von 3,7 erreichte. Im Herbstsemester 2006 schien er jedoch das Interesse an seinem Studium zu verlieren und ging nicht mehr zum Unterricht. Freunde berichteten, dass er immer verschlossener wirkte und sich wie ein völlig anderer Mensch verhielt. Marks Vater Randy räumte ein, dass sein Sohn in den Monaten vor seinem Verschwinden Probleme zu haben schien. Er war sich nicht sicher, welche Art von Arbeit er machen wollte. Er war deprimiert. Er war nicht begeistert von irgendetwas. Es war schwer, ihn zu motivieren. Als Mark am 13. Dezember 2006 in den Winterferien von der Schule nach Hause kam, war er ziemlich niedergeschlagen. Die Familie hatte geplant, gemeinsam einen Skiausflug zu machen, aber Mark teilte seinen Eltern mit, dass er nicht mitfahren wolle, obwohl er früher immer gerne Ski gefahren war. Aus Sorge um ihren Sohn hatten Marks Eltern ihn zu einem Therapeuten gebracht, damit er sich wegen einer vermeintlichen Depression behandeln lassen konnte.
Aber die Therapiesitzung hat nicht geholfen. Randy sagte, der Spezialist sagte, dass er sich wahrscheinlich davon erholen würde. Wir dachten nicht, dass es etwas Ernstes sei, was gerade im Gange war. Mark erholte sich jedoch nicht so schnell, wie der Arzt erwartet hatte. Stattdessen schien er immer verzagter zu werden. An jenem Montagmorgen schienen die Dinge einen Wendepunkt zu erreichen. Mark war vor Sonnenaufgang aufgestanden und hatte seinen Eltern eine Nachricht hinterlassen, bevor er das Haus verließ. Aber die Ermittler glaubten nicht, dass er unbedingt Selbstmord begehen wollte. Detective Greg Roberts merkte an, es war kein typischer Abschiedsbrief, eher ein Abschiedsgruß. Es wurde offen gelassen, was er wirklich meinte. War er suizidgefährdet, war er depressiv oder hatte er vor, irgendwo hinzugehen, um nie mehr gefunden zu werden? Randy gab zu, dass die Nachricht, die Mark hinterließ, die Familie nicht sehr optimistisch stimmte. Er sagte Lebewohl und gab uns das Gefühl, dass wir ihn nie wiedersehen würden. Wir waren uns nicht sicher, was seine wahren Absichten waren. Obwohl die Nachricht nicht ausdrücklich besagte, dass Mark sich umbringen wollte, machte er deutlich, dass er nicht vorhatte, nach Hause zurückzukehren. Aus seinem Brief geht hervor, dass er kein Verständnis für unsere Gefühle hat. Er ist einfach weg. Er war sehr herzlich zu seiner Mutter, mir und mit seiner Familie. Er sagte nur, dass es außerhalb eurer Kontrolle liegt und ihr mich nicht finden werdet. Detective Roberts wies darauf hin, dass Mark in der Nacht vor seinem Verschwinden einkaufen gegangen war, was er wahrscheinlich nicht getan hätte, wenn er die Absicht gehabt hätte, sich umzubringen. Ich glaube, dass er in der Nacht zuvor zu Walmart gegangen ist, um einige Dinge zu besorgen. Einige Kleidungsstücke, eine Jacke oder einen Schlitten. Und wir haben nie etwas davon gefunden. Dies veranlasste die Ermittler zu der Annahme, dass Mark sein Leben in Tyler einfach hinter sich gelassen haben könnte, um irgendwo neu anzufangen. Sie betonten, dass sie ihn nicht zwingen würden, nach Hause zu kommen, wenn sie ihn ausfindig machen würden. Sie wollten lediglich sicherstellen, dass es ihm gut geht. Bevor Mark mit Depressionen zu kämpfen hatte, war er ein ganz normaler College-Student mit einer glänzenden Zukunft gewesen. Detective Roberts bemerkte, er ist ein ziemlich lebenslustiger, sportlicher Mensch. Er liebte Wassersport und Skifahren. Eben lebenslustig. Trotz seiner Depressionen hatte er vor seinem Verschwinden nie Selbstmordgedanken geäußert. Marks Eltern gaben an, dass er in der Nacht vor seinem Verschwinden gut gelaunt gewesen zu sein schien. Die Familie aß gemeinsam im Olive Garden zu Abend und Mark schien sich über seine Zukunftspläne zu freuen. Er hatte beschlossen, sein Hauptfach von Chemieingenieurwesen auf Spanisch zu wechseln. Eine Sprache, die er bereits fließend beherrschte, und gab an, dass er irgendwann wieder nach Mexiko reisen möchte. Nachdem die Familie zu Abend gegessen hatte, waren sie einkaufen gegangen und Mark hatte sich in Erwartung eines bevorstehenden Eissturms eine neue Jacke gekauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte es keine Anzeichen dafür gegeben, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er schien sich auf den Beginn eines neuen Semesters an der Universität zu freuen und war begeistert von seinem neuen Hauptfach. Seine Eltern waren schockiert gewesen, als sie am nächsten Morgen aufwachten und erfuhren, dass er verschwunden war. Als die Nachricht von Marks Verschwinden die Runde machte, wurden die Ermittler auf mehrere mögliche Sichtungen aufmerksam gemacht. Die Ermittler gingen allen Hinweisen nach und sahen sich Überwachungsvideos von verschiedenen Orten an, konnten aber keine Spur von Mark finden. Am Mittwoch erklärte Don Martin gegenüber Reportern, dass die Möglichkeit bestehe, dass Mark nicht zu Fuß unterwegs sei. Wir haben spät in der Nacht erfahren, dass er möglicherweise ein Fahrrad genommen hat. Und wenn er das getan hat, wäre er weitergekommen, als wenn er nur zu Fuß gegangen wäre. In dieser Nacht rief jemand die Ermittler an und meldete einen jungen Mann, den er für Mark hielt, der auf der Country Road 173 in Flint, Texas, etwa 5 Meilen von seinem Haus in Tyler entfernt, Fahrrad fuhr. Die Sichtung gab den Ermittlern Hoffnung, dass Mark noch am Leben war. 2 Wochen nachdem Mark zum letzten Mal gesehen worden war, hatten die Ermittler kaum Fortschritte bei der Ermittlung seines Aufenthaltsortes gemacht. In der Hoffnung, neue Hinweise zu erhalten, kündigten seine Eltern an, dass sie eine Belohnung von $10.000 für Informationen aussetzen, die zu Mark oder zu seinem grün-silbernen Expedition Specialized Fahrrad führen. Randy hoffte, dass sich jemand melden würde, der beweisen konnte, dass Mark noch am Leben war. Unser Privatleben kam zum Erliegen. Es ist einfach so schwer, weiterzumachen, wenn wir nicht wissen, ob er noch lebt. Nach der Auslobung der Belohnung wurden einige Berichte über eine Sichtung von Mark veröffentlicht. Die Ermittler gingen jedem Hinweis nach,
konnten aber keine substanziellen Spuren finden und Marks Aufenthaltsort blieb unerkannt. Seine Eltern glaubten, dass er nach Mexiko oder in ein anderes lateinamerikanisches Land gereist sein könnte. Aber Mark hatte alle seine Ausweise, einschließlich seines Reisepasses, zu Hause gelassen. Wenn er das Land verließ, tat er dies nicht unter seinem eigenen Namen. Die Jahre vergingen und die Ermittlungen zu Marks Verschwinden kamen langsam ins Stocken. Die Ermittler wissen immer noch nicht, was mit Mark geschehen ist. Trotz einer Reihe umfangreicher Nachforschungen haben sich keine Hinweise auf seinen Verbleib ergeben. Die Tatsache, dass weder seine Leiche noch sein Fahrrad gefunden wurden, lässt sie hoffen, dass Mark noch irgendwo am Leben ist. Und sie hoffen weiterhin, dass er sich eines Tages bei ihnen meldet, um sie wissen zu lassen, dass es ihm gut geht. Im April 2023 bleibt Marks Schicksal weiterhin ein Rätsel. Die Ermittler sind immer noch nicht sicher, ob er das Land verlassen hat, sich umgebracht hat oder irgendwo in den Vereinigten Staaten untergetaucht ist. Wenn er Selbstmord begangen hat, wissen sie nicht, wo sich seine Leiche befinden könnte. Obwohl es zu der Zeit, als Mark verschwand, in Tyler in Flint viele bewaldete Gebiete gab, wurde seither ein Großteil des Landes gerodet und eine Reihe von neuen Wohngebieten gebaut. Von Mark oder seinem Fahrrad wurde keine Spur gefunden. Auf einer Webseite, die sie eingerichtet hatten, um Hinweise zu dem Fall zu sammeln, hinterließen Marks Eltern eine Notiz speziell für ihren Sohn. Wir lieben dich, vermissen dich und hoffen, dass alles gut für dich läuft. Bitte ruf uns an, nur um Hallo zu sagen, in Liebe, Mama und Papa. Wenn er da draußen ist, hat er noch nicht geantwortet. Ja, es ist schwierig zu sagen, was in dem Fall passiert ist. Also ich würde mal fast behaupten, er hat sich selbst getötet. Am Abend zuvor erzählt er, dass er eben einen neuen Plan hat für sein Leben, dass er Spanisch studieren möchte und so weiter und so fort. Seine Eltern, seine Familie ist daraufhin relaxed. Sie denken, okay, er kommt wieder in die Spur. Gleichwohl hat er sich aber in der Nacht nach Selbstmordmöglichkeiten, also wie man sich am besten selber töten kann, gesucht. Und am Morgen verschwindet er, hinterlässt einen Abschiedsgruß. Vielleicht hat er bewusst diesen Zeitraum gewählt. Denn es war sehr kalt, er hatte wenig Kleidung an. Er hatte sich diese Jacke gekauft und mit dieser Jacke an dürfte er auch losgegangen sein. Ich vermute, er hat sich irgendwo einen komplett abgelegenen Ort gesucht, hat sich dort hingesetzt oder hingelegt, hat diese Jacke ausgezogen und hat erwartet, bis er erfriert. Vielleicht hat er in der Nacht extra noch einmal überprüft, ob Erfrieren eine angenehme Art ist, aus dem Leben zu scheiden, wie lange es ungefähr dauert. Ich meine, wäre er freiwillig gegangen, hätte man irgendwelche Spuren einer Vorplanung oder ähnliches finden müssen. Was denkt ihr in dem Fall? Schreibt sie mir mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!